meine 9 Ziele. Also, Franziska war die allererste Wildcard, die für den Arctic Warrior feststand. Ja. So, wir schauen uns an. Die liebe Franziska. Auch wieder geil aufgenommen. Hi, mein Name ist Franziska. Die meisten von euch kennen mich noch als diejenige, die nach dem ersten Tag aus dem Arctic Warrior ausgeschieden ist. Sebo hat uns gerade losgeschickt. Wir fahren zur Visanto Lodge. Eins von den Teilnehmerinnen hat anscheinend irgendwas Kreislaufmäßiges. It's just pain starting from the chest up into the head, mostly behind the left eye. Her arms are feeling numb. Du musst du einfach das professionell abchecken lassen. Ja? Da kannst du zwar sagen, normalerweise ist es das harmlos zum Beispiel, ja? Aber es kann halt immer auch mit der geringen. Ja, es war sehr emotional und alles andere als eine leichte Entscheidung. Ne? Aber, glaube ich, nach wie vor die richtige. Nein, dass es nicht so ist. Ja? Jeder hat eine andere Vorgeschichte und so weiter. Muss man auch mal mit Bedenken finden. Das haben wir alle mitbekommen. Und wir müssen ja sagen, dass was wir gestern gemacht haben, war noch nicht mehr die Herausforderung, die wir an der ersten Etappe haben werden. War trotzdem eine der gefährlichsten Umgebungen. Und das Risiko, das was passiert in dieser feindlichen Umwelt, ist uns zu groß von der Sicherheitsseite her. Verstehe ich. Ja, soll ich? Also ihr von ein bisschen von, okay. Ich will nicht sehen, also. Das war tough. Ich glaube, ich brauche einen Moment für mich. Ja. Ich hatte mich beim Arctic Warrior beworben, unter anderem, weil ich eine lange Zeit krank war. Ich hatte Krebs und musste eine Chemotherapie und Bestrahlung machen. Da ging es mir sehr schlecht. Und mein Ziel war es auch, Leuten, die selbst durch eine schwere Zeit gehen, zu zeigen, dass es danach wieder aufwärts gehen kann, dass man dranbleiben soll und dass man trotzdem noch vieles erreichen kann. Yes. Leider konnte ich dies am Arctic Warrior nicht vermitteln, da ich so früh ausgeschieden bin. Aber eigentlich ist die Botschaft, never give up. Und das habe ich auch nicht vor. Ich habe mir neue Ziele gesetzt. Das hat mir in den letzten Wochen auch sehr viel Kraft gegeben, mit der Situation umzugehen. Und zwar habe ich mir 2 Sport-Challenges gesetzt, die ich auch dokumentieren und auf YouTube hochladen möchte. Und diese möchte ich euch jetzt vorstellen. Die erste Challenge wird im Juli stattfinden, und zwar Schwimmen. Ich habe eine andere Wildcard-Bewerberin vom Arctic Warrior, nämlich Maxi Fierles, herausgefordert, am Zürichsee schwimmen teilzunehmen. Maxi Fierles war auch unter den Top-Kandidatinnen. War ja unfassbar schwer auszuwählen. Polizistin, glaube ich noch. Leider, bei diesem öffentlichen Event hat es keinen Platz mehr. Da machen wir es jetzt auf eigene Faust im Ratzeburger See, in Maxis Heimat, und werden das dokumentieren. Mein Ziel ist immer noch, 26 Kilometer zu schaffen. Maxi und ich sind allerdings keine Konkurrenten. Also auch wenn eine weiterkommt als die andere, dann ist das nicht die. Das finde ich auch schön, dass sich durch sowas wie ein Arctic Warrior auch Leute verknüpft haben. Wie es gerade eben, wir haben mit Stefan telefoniert, bei ihm war der Tom. Das finde ich ganz schön zu sehen, wie so eine Community sich da verbindet und Leute sich verbinden und eigene Videos und gemeinsam Videos machen und Ideen, finde ich einfach mega. Ich habe gewonnen und die andere verloren, sondern wir geben beide unser Bestes und wir wollen einfach beide so viel wie möglich schaffen. Da wir es nicht öffentlich machen, wollen wir es wirklich transparent belegen können. Und dann sage ich jetzt auch die Regeln. Wir werden uns mit einer Uhr tracken, also mit einer Schwimmuhr, wo man Zeit und die Distanz sieht. Wir dürfen Pausen machen, um zu essen, zu trinken und auf die Toilette zu gehen. Wir erlauben uns aber keine längeren Pause, also maximal eine halbe Stunde. Und wir werden sicher nicht dazwischen schlafen. Boah, 26 Kilometer schwimmen, das ist schon hardcore. Also einfach, dass ihr wisst, gewisse Pausen sind einfach notwendig bei dieser Zeit und dieser Strecke. Aber wir machen sicher nicht eine Schlafpause. Wir machen eigentlich alles mehr oder weniger am Stück, so viel wir schaffen. Wenn man auf eigene Faust in einem öffentlichen Gewässer schwimmt, ist es sehr wichtig, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Wir haben 2 Begleitboote dabei, mit jeweils einem Rettungsschwimmer drin, damit, falls wir auseinander sind von der Strecke her, beide jemanden in der Nähe haben.
Wir ziehen Rettungsbojen hinter uns her, also die sind um den Bauch gebunden. Zum einen sieht man uns dann besser und wenn es einen Notfall gibt, Krampf oder so etwas, könnte man sich daran festhalten. Wir müssen uns auch achten auf Schiffe. Wir schauen, um welche Zeit Schiffe fahren, dass wir da nicht das Problem haben, dass wir da in den Weg kommen könnten. Mein zweiter Event findet Mitte August statt und das ist ein öffentlicher Anlass, nämlich das Rock and Hike in der Schweiz. Das ist eine Strecke von 100 Kilometer um den Zürichsee und das Ganze soll innerhalb von 24 Stunden absolviert werden. Jawohl, ich finde das richtig cool, dass sie sich da so Sachen raussucht. Alter Schwede, 100 Kilometer, nicht schlecht. Schwierige daran ist, sind nicht nur die 100 Kilometer Distanz, sondern es hat auch noch einige Höhenmeter darin. Und diese werden nicht als Leistungskilometer angerechnet. Also die reine Wegdistanz ist 100 Kilometer plus noch einige Höhenmeter dazu, was mich schon sehr herausfordert. Aber ich möchte mich ja herausfordern und es heißt Rock and Hike und nicht Rock and Walk Flat. Beide Aktionen möchten wir noch mit einem guten Zweck verknüpfen. Sehr cool. Und zwar möchten wir eine Spendenaktion machen. Die Idee stammt von Maxi. Maxi hat auch vor, auf ihrem Kanal weiterhin solche Spendenaktionen zu veranstalten. Und wir haben uns für zwei Organisationen entschieden, an die wir gerne spenden würden. Beim Schwimmen haben wir uns für die Organisation Mission Erde von Robert Mark Lehmann entschieden, die sich für Tier- und Umweltschutz einsetzt. Und wir machen das so, dass man auf uns setzen kann, auf wie viele Kilometer wir machen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich setze 1 Euro pro Kilometer und dann zahle ich diese Anzahl Euro wie Kilometer, die geschwommen sind, mega, an die Mission Erde. Wir selbst setzen auch auf uns. Und zwar setzen wir beide je 5 Euro auf unsere Kilometer zusammen. Also angenommen, wir würden 50 Kilometer schwimmen zusammen. Wenn wir das gut schaffen, dann würden wir beide 250 Euro spenden. So. Das werden wir dann natürlich auch belegen. Falls ihr mitspenden würdet, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Belege schicken könnt, damit wir sehen, wie viel insgesamt zusammengekommen ist. Auch beim 100-Kilometer-Lauf möchte ich spenden, und zwar diesmal an die Kinderkrebshilfe Schweiz. Super. Und zwar werde ich da auch 5 Franken pro Kilometer auf mich setzen und hoffe sehr, dass ich dann am Schluss 500 Franken einzahlen werde. Ihr könnt auch gerne. Bei Franken bin ich immer raus mit der Umrechnung so ein bisschen. Pro Kilometer auf mich setzen. Wenn jemand in Deutschland oder Österreich an eine Krebsorganisation spenden möchte, lieber in seinem eigenen Land, ist das natürlich auch okay. Hauptsache, man hilft etwas. Und die Kinderkrebshilfe Schweiz finde ich eine tolle Organisation, weil sie Familien einfach psychisch unterstützt, also wenn sie Fahrten brauchen, organisatorisch, wenn sie psychologische Unterstützung brauchen, Wunscherfüllung für Kinder oder diese Clowns, die ins Krankenhäuser kommen. Und ich finde das eine ganz tolle Sache und ich finde diese psychologische Unterstützung in schweren Zeiten etwas sehr, sehr Wichtiges. Diese Spenden sind natürlich kein Muss. Also wir möchten hier niemandem irgendwie Geld aus der Tasche ziehen oder der das Gefühl hat, er soll jetzt was spenden und sich sonst nicht anschauen. Also wir freuen uns über alle Zuschauer, die dabei sind, die uns unterstützen. Und wenn jemand zusätzlich noch etwas spenden möchte, natürlich nur in dem Bereich, wo es auch möglich ist und gut bezahlbar ist, ist es einfach noch ein schöner Zusatz. So, damit bin ich schon beim Ende meiner Ankündigung. Jetzt muss ich auch weitergehen, trainieren. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu Maxis Kanal, zur Mission Erde und zur Kinderkrebshilfe Schweiz, damit ihr euch das vielleicht vorgängig noch genauer anschauen könnt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Unterstützung. Jawohl, sehr, sehr cooles Video. So, wir setzen 10 Euro je Kilometer beim Schwimmen für die Mission Erde. Check. Wupp. Ich habe mich gar nicht abonniert. Was habe ich denn?
Ich habe einen privaten Account und habe den auf Bulletproof. Dann muss ich nochmal anfangen, wieder zu abonnieren. So, läuft! Also erstmal fettes Video von Franziska. Freut mich sehr. Die ist einfach super. Mich freuen, wenn da richtig viel passiert tatsächlich noch.